Hallo alle zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie das TrueNAS Core Betriebssystem installieren und konfigurieren. Sie erfahren, wie einen normalen PC in NAS-Speicher mit dem TrueNAS Betriebssystem verwandeln können. TrueNAS Core, früher bekannt als FreeNAS, ist ein kostenloses, quelloffenes Speicherbetriebssystem, das Ihnen die Möglichkeit gibt, Ihren eigenen Speicherserver ohne Softwarekosten zu erstellen. Mit TrueNAS können Sie einen gewöhnlichen PC in ein NAS mit voller NAS-Funktionalität, einem modernen ZFS-Dateisystem und verschiedenen Plugins verwandeln. Das ZFS-Dateisystem ist für die meisten Benutzer einer der Favoriten für NAS-Server, da es aus höchstmöglicher Dateiintegrität sowie hervorragender Leistung und effizient aus LAG ist. Sie bietet Komplettierung und Deduplizierung in Echtzeit, was erheblichen Speicherplatz spart. Im folgenden Video werfen wir einen Blick auf den Installationsprozess von TrueNAS und die grundlegende erste Konfiguration des Netzgeräts. Bevor Sie dieses Betriebssystem installieren, lesen Sie bitte die Mindestanforderungen. Damit TrueNAS auf Ihrem Computer ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie über mindestens 8 GB RAM verfügen. Wenn Sie eine virtuelle Maschine oder zusätzliche Plugins installieren möchten, sollten Sie mehr als 8 GB Speicher verwenden. Außerdem unterstützt TrueNAS kein Dual Boot, sodass für dieses Betriebssystem ein separates Laufwerk erforderlich ist. Beginnen wir also mit der Installation. Zunächst müssen wir ein befähigendes Medium erstellen, vor dem wir dieses Betriebssystem installieren. Das Image der neuesten TrueNAS-Version kann von der offiziellen Website heruntergeladen werden. Sobald Sie sich angemeldet haben, erscheint eine Schaltfläche zum Herunterladen. Scrollen Sie auf der Seite nach unten und klicken Sie auf Download Now. Als letztes benötigen Sie einen USB-Stick und ein Dienstprogramm zum Erstellen eines bootfähigen USB-Sticks. Ich werde ein Dienstprogramm namens Rufus verwenden. Es ist ganz einfach. Wählen Sie ein Flash-Laufwerk, geben Sie den Pfad zum Image an und klicken Sie auf die Schaltfläche Start. Sobald Sie das bootfähige Flash-Laufwerk beschrieben haben, schließen Sie es an den PC an, auf dem Sie TrueNAS installieren möchten, und booten Sie vom Flash-Laufwerk. Drücken Sie je nach Motherboard-Modell die Taste F12 oder F2. Wählen Sie USB-Flash-Laufwerk aus der Liste und drücken Sie die Eingabetaste. Drücken Sie dann die Eingabetaste, um die erste Option Installationen auszuwählen. Wählen Sie im nächsten Schritt den ersten Punkt Installieren, Upgrade und drücken Sie dann die Eingabetaste. Wenn Ihr PC über weniger als 8 GB RAM verfügt, wird die folgende Meldung angezeigt. Wählen Sie im nächsten Fenster das Laufwerk aus, auf dem TrueNAS installiert werden soll. Sie können das richtige Laufwerk anhand seiner Größe identifizieren, da die Laufwerke unterschiedlich benannt werden. Wählen Sie mit der Pfeiltaste das gewünschte Laufwerk aus, drücken Sie die Leertaste zur Auswahl und bestätigen Sie mit der Eingabetaste. Sie werden dann gewarnt, dass alle Daten auf dem Laufwerk gelöscht werden. Wählen Sie Ja und drücken Sie zur Bestätigung die Eingabetaste. Anschließend müssen Sie das Passwort für das Administratorkonto eingeben und bestätigen, dass für den Zugriff auf das TrueNAS-Verwaltungsmenü verwendet wird. TrueNAS kann entweder im BIOS-Modus oder im UEFI-Modus gebootet werden. Ich wähle BIOS, da dieser Boot-Typ fast allen Motherboards funktioniert. Um UEFI auszuwählen, muss das Motherboard dies unterstützen. Nach der Auswahl beginnt die Installation des Betriebssystems, die ein paar Minuten dauern sollte. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, werden Sie aufgefordert, das System neu zu starten und das Installationsmedium zu entfernen. Wählen Sie OK und ziehen Sie dann den bootfähigen USB-Stick weg. Sobald das System hochgefahren ist, sehen Sie die Konfigurationskonsole und die Server-IP am unteren Rand. Wenn Sie den Server zum ersten Mal hochfahren, müssen Sie ihn nicht konfigurieren. Das System weist den aktiven Netzwerkschnittstellen standardmäßig eine Konfiguration über DHCP zu. Wählen Sie den ersten Punkt Konfigurieren Network Interface und geben Sie dann die Nummer der zu ändernden Netzwerkschnittstelle ein. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie die aktuelle Konfiguration löschen möchten, geben Sie No ein. Schnittstelle für DHCP konfigurieren No. IPv4-Konfiguration erden, ja. Geben Sie Name, IP-Adresse
und Subnetzmaske ein. IPv6 konfigurieren? Nein. Damit ist die Netzwerkkonfiguration abgeschlossen. Wie Sie sehen können, hat sich die IP-Adresse des Servers geändert. Hier können Sie auch die LAN-Verbindung konfigurieren, das Administrator-Kennwort zurücksetzen und alle Standardeinstellungen zurücksetzen. Um eine Verbindung zum Server herzustellen, öffnen Sie einen Browser auf einen anderen mit dem Netzwerk verbundenen PC und geben Sie die IP-Adresse des TrueNAS-Servers ein. Wenn anstelle der IP-Adresse Nullen angezeigt werden, prüfen Sie, ob das Netzwerkkabel an den Server angeschlossen ist und ob der Router in der Liste der angeschlossenen Geräte im DHCP-Netzwerk erscheint. Um das Verwaltungsmenü aufzurufen, geben Sie den Benutzernamen Root und das Passwort ein, das Sie während der TrueNAS-Installation festgelegt haben. Nach der Anmeldung haben Sie Zugriff auf die TrueNAS-Webschnittstelle, über die Sie Speicherplatten verwalten, den Zugriff konfigurieren, den Systemstatus einsehen können und so weiter. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem vor der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Es gibt keinen Assistenten, der Ihnen bei der Erstellung Ihres ersten Speicherpools in diesem Betriebssystem hilft. Sie müssen ein Laufwerk-Array ohne Vorsachen erstellen. Also sehen Sie sich, wie es gemacht wird. Erwarten Sie in der linken Seitenleiste den Bereich Speicher und wählen Sie Puls und klicken Sie dann auf die Schaltfläche hinzufügen und Pool erstellen. Geben Sie oben den Namen des zukünftigen Laufwerk-Arrays an und kreuzen Sie die Festplatten an, aus denen es bestehen soll. Beachten Sie die Schaltfläche des Hinzufügens im PDF. Wie Sie sehen können, wird kein weiteres virtuelles Gerät hinzugefügt, sondern Sie können ein unterstützendes Gerät dafür hinzufügen. Wenn Sie die Laufwerke ausgewählt haben, klicken Sie sie auf den Pfeil unten, um die Laufwerke zur Liste der Speichergeräte hinzufügen. Markieren Sie erneut die Laufwerke. Hier ist standardmäßig Reihe ausgewählt. Um einen anderen Array-Typ auszuwählen, klicken Sie darauf. Die Struktur des ZFS-Pools ist nicht kompliziert. Der Pool besteht aus einem virtuellen Gerät, das auf Festplatten zusammengesetzt ist. Jedes virtuelle Gerät kann ein RAID-Array mit Striping, ein Mirror-Array oder eine einzelne Festplatte sein. In der Drop-Down-Liste stehen je nach Anzahl der angeschlossenen Festplatten Stripe, Mirror, RAID Z1, Z2 und Z3 zur Verfügung. Wählen Sie das gewünschte RAID aus und klicken Sie auf Erstellen. Ein Pop-up-Fenster warnen Sie, dass alle Daten gelöscht werden. Aktivieren Sie das Kontrollkettchen und klicken Sie auf Pool erstellen. Dann beginnt die Formatierung des Festplatten und der Aufbau des Arrays. Der Pool wurde erstellt. Wie Sie sehen können, werden hier sein Status, sein Name, seine Größe und andere Parameter angezeigt. Wenn Sie auf die drei Punkte klicken, wird das Einrichtungsmenü für diesen Pool angezeigt. Nun muss nur der Netzwerkzugriff auf dieses Laufwerk-Array konfiguriert werden. Nun müssen Sie einen Benutzer hinzufügen. Erwarten Sie dazu den Abschnitt Content Account Benutzer Users und klicken Sie auf Hinzufügen. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein und bestätigen Sie erneut. Markieren Sie das Kätzchen Microsoft Konto Microsoft Account und klicken Sie auf Senden Submit. Sie haben also einen Benutzer hinzugefügt, jetzt müssen Sie den Netzwerkzugriff auf das Verzeichnis konfigurieren. Ich zeige Ihnen, wie Sie den Netzwerkzugriff am Beispiel des SMB-Protokolls einrichten können. Öffnen Sie den Abschnitt Speicher, Pools, klicken Sie auf die drei Punkte neben unserem Array und wählen Sie Update Set. In den Einstellungen geben Sie den Namen ein und alles andere bleibt als Standard. Klicken Sie auf Senden. Dann sehen Sie den neuen Datensatz, Dataset im Pool.
Nun erstellen Sie einen weiteren Datensatz in dem zuvor erstellten, um den Zugriff zu organisieren. Klicken Sie dazu auf die drei Punkte hier, Add Dataset, geben Sie einen Namen ein und klicken Sie auf Submit. Lassen Sie uns nun die Berechtigungen konfigurieren. Klicken Sie dazu auf die drei Punkte und öffnen Sie Edit Permission, wählen Sie auf Nera einen neuen Benutzer, eine Gruppe aus, setzen die Markierungen Apple User und Apple Group. Wählen Sie die erforderlichen Berechtigungen aus und klicken Sie auf Speichern. Als nächstes müssen Sie den Dienst aktivieren, um von einem Computer mit einem Windows-Betriebssystem darauf zugreifen zu können. Öffnen Sie den Abschnitt Freigabe, Windows-Freigabe, klicken Sie hier Hinzufügen, wählen Sie Ihren Datensatz aus der Liste aus und klicken Sie auf Senden. Dann im Pop-up-Fenster Adaptive Service. Wählen Sie dann in diesem Fenster jetzt konfigurieren. Im nächsten Fenster werden Sie auffordert, eine Zugriffskontrollliste zu erstellen. Ich wähle eine der Voreinstellungen aus, ich markiere Select Preset AKL und wähle aus der Liste Restraining Continue. Dann sehen Sie auf der rechten Seite eine neue Einstellung, klicken Sie unten auf Speichern. An diesem Punkt ist die CBN-Konfiguration für das Verzeichnis abgeschlossen. Navigieren Sie zum Windows-Computer, öffnen Sie den Windows Explorer und fügen Sie ein Netzlaufwerk hinzu. Computer, Netzlaufwerk verbinden. Geben Sie die IP-Adresse des Servers ein und markieren Sie andere Anmeldungsinformationen verwenden. Andernfalls verbinden Sie das System mit den Anmeldungsinformationen des Systems Benutzer. Fertigstellen. Die Netzwerkplatte ist angeschlossen. Jetzt können Sie ein Verzeichnis einstellen und Daten auf die Platte schreiben. TrueNAS ist eine ziemlich interessante Lösung, um Ihren eigenen Netzwerkspeicher ohne zusätzliche Kosten zu organisieren. Wenn Sie es zum Beispiel auf einen alten PC aufbauen, erhalten Sie ein NAS mit dem neuen CPS-Dateisystem und eine Reihe von NAS-Funktionen. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren, Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Während Sie das Video auf diesem Kanal ansehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombenangriffe der Russischen Föderation. Das wahnsinnige Putin-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Unterstützen Sie die ukrainische Armee. Spenden Sie die Kosten für den Fonds Komm lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag, der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen.